What would Lemmy do? Vielleicht sollten wir alle erst noch mal kurz einen Schluck Bier trinken. Stimmt. Ich trinke das letzte Bier des Abends. Das dürfte so etwa im Mai gewesen sein, als ich diesen Zahnarzt kennenlernte. Er trug ein dunkelgrünes, ordentliches Poloshirt mit der Stickerei irgendeines Golfclubs auf der linken Brust, durch dessen Knöpfe ein kleines goldenes Kreuz lugte. Sein Vollbart sah so aus, als bedürfe er täglich intensiver Zuwendung, und seine Zähne waren von einer Symmetrie und Weisheit, die ich so noch nicht gesehen hatte. Dass er aus Alabama käme, sagte er, als uns sonst nicht rechtes zu reden einfiel. Greenbow, Alabama? Fragte ich, und diese Worte glitten über meine weißweingetränkten Lippen, noch bevor mir klar wurde, wie bescheuert diese Frage eigentlich war. Ja, Greenbow, Alabama. Beziehungsweise nein, in Wirklichkeit heißt das ja gar nicht Greenbow. Ich guckte sichtlich irritiert und orderte mehr Weißwein. Ernsthaft jetzt? Winston Groom lebt auch da. Wir kennen uns ganz gut. Naja, in so einem Städtchen kennt ja eigentlich jeder jeden ganz gut, gab er betont gelangweilt von sich. Ah, was? Und, also, ich meine, wie ist der denn so? Forrest Gump habe ich bestimmt 30 Mal gesehen. Ich liebe diesen Film. Der vollbärtige Zahnarzt aus Greenbow, Alabama, winkte ab. Ich will dich jetzt nicht desillusionieren. Ich guckte ein paar Fragezeichen in die Luft. Naja, ich glaube einfach, man findet den Film besser, wenn man Groom nicht kennt. Ich verstand immer noch nicht. Der Mann ist der größte Zyniker, den ich je getroffen habe, und Alkoholiker obendrauf. Den letzten Satz sagte er so, dass es keinen Zweifel daran gab, dass selbst Diktator oder Faschist vergleichsweise harmlose Eigenschaften wären. Und so ging ich ihm in der Dynamik des Gesprächs auf den Leim und sagte betont entsetzt: Oh nein, das ist ja furchtbar! Der Zahnarzt aus Greenbow, Alabama, hatte sich schon vor einer Weile ins Bett verabschiedet, als ich immer noch am Tresen saß und darüber nachdachte. Ja, das wollen wir doch alle. Die ganz große Literatur. Die Themen, die uns bewegen und berühren, die uns den Atem anhalten lassen, die das ganze Dilemma der menschlichen Existenz erfassen und die Abgründe des Daseins bis in seine tiefsten Winkel ausleuchten. Aber bitteschön von jemandem geschrieben, der mit all dem nach Möglichkeit noch nie in Berührung gekommen ist. Ich überlegte eine Weile. Bücher, Gedichte, Songs oder auch nur einzelne Zeilen, die mich in meinem Leben bewegt und zum Nachdenken gebracht hatten, fielen mir viele ein. Sie stammten allesamt von Lakonikern, Zynikern, Hinterfragern, Mahnern oder aber eben von Zynikern und Alkoholikern. Ich überlegte angestrengt weiter. Aber selbst nach einer weiteren Flasche Wein wollte mir nicht eine einzige brillante Zeile einfallen, die von einem gläubigen, golfenden, früh zu Bett gehenden Zahnarzt, der in einer Reihenhaussiedlung in einer amerikanischen Vorstadt lebt, verfasst worden wäre. Dankeschön.